heiße Joe Harmony. Hier sind meine Jagdgründe. Ich bin ein Kundschafter für die Armee. Habe für sie manch schweres Stück Arbeit geleistet. Jenseits dieses Passes liegt das Land des großen Indianerstammes der Apachen. Früher kamen sie in Horden über den Pass und töteten jeden Weißen, der ihnen in den Weg kam. Dann bauten wir eine Festung. Wir nannten sie die Unbezwingbare. Sie sperrte den Pass, wie ein Korken eine Flasche verschließt. Eine Zeit lang ging alles gut. Aber diese Indianer sind mächtig schlau. Eines Tages flog der Korken aus der Flasche heraus. Habe ich mir gedacht. Das ist Tuskos, der Indianerhäuptling, der Bursche, der an allem schuld ist. Geh etwas aus dem Weg, Korporal. Die Armee erschießt keine Gefangene, Joe. Ich bin Zivilist. Wir nehmen ihn nach Fort Winston mit. Sag, bist du verrückt? Tuskos ist kein gewöhnlicher Indianer. In den Augen seines Stammes ist er wie ein Gott. Ist er einmal aus dem Wege, wird's ruhiger werden. Wenn Tuskos seine Leute nicht mehr aufhetzen kann, werden sie ganz schnell wieder zur Vernunft kommen. Nimmst du ihn aber gefangen, so geht der ganze Stamm auf die Suche nach ihm. Das machen wir 3 Jahre lang mit. Jetzt ist die beste Gelegenheit. Wir nehmen ihn mit uns nach Winston, Joe. Wie du willst, Dick. Marsch los! Leutnant Underwood. Captain? Schicken Sie eine Ordonnanz nach Fort Winston. Er soll oberst dran melden, dass wir Tuskos mitbringen. Jawohl. Und lassen Sie die Leute hier Ordnung schaffen. Das hier ist ein Kavallerieposten und er soll danach aussehen. Jawohl. Bald hat unser Captain nichts im Kopf. Alles hübsch sauber machen. Kavallerieposten. Zur Wache und lassen Sie absitzen. Jawohl. Abteilung! Absitzen! Schade, dass ihr nicht mitfahrt, Jungs. So was habe ich noch nie gesehen. Da waren 16 Millionen Indianer. 16 Millionen, sage ich euch. Und die sind durch den Pass wie eine Herde aufgescheuchter Kaninchen gelaufen. Hör mit dem Gedudel auf. Und direkt vor uns stand dieser Tuskos. Er wusste genau, was ihm bevorstand. Dass wir ihn abschießen werden. Aber was sagt unser Captain? Männer? Ich will, dass ihr hier Ordnung schafft und dass es hier aussieht wie auf einem Kavallerieposten. So einen Blödsinn habe ich noch nie gehört. Da fängt doch dein nüchternster Mensch an zu saufen. Komm her, Kleine, ohne dich gehe ich nirgends mehr hin. Hat er Befehl gehabt, durch den Pass zu gehen oder Tuskos zu erschießen? Woher soll ich das wissen? Wenn er keinen hatte, tut das nicht. Wer befolgt schon Befehle? Auf jeden Fall Captain Lance. Das weiß ich besser als jeder andere.
Was ist mit Jackson los? Ach, Jackson. Der hat genug vom Trompetenblasen. Er will ein Gewehr. Du hättest den armen Jungen da oben sehen sollen. Die Knie haben ihn beschlottert. Das war seine Feuertaufe. Feuertaufe. Mir macht er nichts vor. Hör mal, entweder man kann's oder man kann's nicht. Und er kann's nicht. Du willst wohl... Wolltest du was sagen? Nein. Gut. Zwei Karten, bitte. Tag, Captain. Frau Oberst. Mein Mann ist im Wohnzimmer. Herr Oberst. Setzen Sie sich, Captain. Danke sehr. Sie haben ihn also, Lance. Und unsere Leute dort sind tot. Selwyn und die anderen. Ja, Herr Oberst. Wie entsetzlich. Es kann noch schlimmer kommen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich bedauert habe, dass ich Befehlen gehorchen muss. So zum Beispiel heute. Ich wünschte beinahe, Sie hätten Tuskus da oben getötet, statt ihn hierher zu bringen. Sie haben draußen die Farmer auf dem Paradefeld gesehen. Sie kommen jetzt schon seit 3-4 Tagen und suchen hier bei uns Schutz. Aber es ist verdammt wenig Schutz, den wir ihnen bieten können. Uns fehlen Leute. Und die Verstärkung kann frühestens in 10 Tagen hier eintreffen. 400 Mann sollen auf dem Wege sein. Die genügen, um Ordnung zu schaffen. Aber wenn die Indianer vorher einen Angriff machen, um Tuskus zu befreien, und das werden sie zweifellos tun, haben wir ein zweites Massaker zu erwarten. Wir müssen Tuskus sofort nach Fort Grant überführen, und zwar als allererstes morgen früh. Jawohl. Geben Sie es der Truppe im Tagesbefehl für morgen bekannt. Ich überlasse es Ihnen, einen Offizier dafür auszusuchen. Und lassen Sie... Gehen Sie jetzt bitte, Captain. Vater? Nein, danke. Bill? Nein, danke. Ich mache auf. Tag, Dick. Kommen Sie rein, ich habe mich schon gewundert, wo Sie stecken. Ich bin genauso empfangen worden, Dick. Sie brauchen nicht so stolz zu sein. Es muss ziemlich hart hergegangen sein da draußen. Ja, war scheußlich. Wie konnte das passieren? Hat Selwyn wieder vergessen, Posten aufzustellen? Nein. Tuskus hat ihnen die Wasserzufuhr abgeschnitten. Er brauchte dann nur noch zu warten. Das ist ein ganz gehängter Hund. Wie wär's mit einem kleinen Glas, Dick? Nein, danke, nicht im Augenblick. Ah, los, Dick, trinken Sie was. Wird Sie aufmuntern, außerdem schmeckt's ja anständig. Danke, ich muss heute Abend noch arbeiten. Das ist das Schlimme an Ihnen, Richard Lenz. Immer müssen Sie arbeiten. Das noch und das noch. 10.000 Sachen auf einmal. Und wenn Sie schließlich so weit sind, zu mir zu kommen, ist es auf 3 Minuten. Wenn Bill mich auch so behandeln würde, ja, wenn Bill der Captain wäre und ich der Leutnant, dann müsste er die Berichte machen und ich könnte hierher kommen. Danke, ich bin mit meinem Los zufrieden. Nicht, dass Sie uns nicht besuchen dürften, wenn Kathy und ich verheiratet Bill, sind. Aber... sagen Sie nicht so etwas. Ach, Sie wissen es noch nicht. Ich werde heute Abend um Sie anhalten. Oh. Da ich nun einmal zuerst hier war, habe ich die schöne Tochter von Captain Evershane gebeten, mir den heutigen Abend zu widmen. Und siehe da, sie hat eingewilligt. Darum darf ich Sie bitten, mir das Feld zu überlassen. Keine Sorge, Dick. Ich pass schon auf, dass Sie nicht zu lange aufbleiben. Ganz ehrlich gesagt, möchte ich mich heute Nacht richtig ausschlafen. Warum? Ich muss morgen früh Tuskus nach Fort Grant überführen. Nein. Wer hat Ihnen das angehängt? Die Armee, wer denn sonst? So wie die Dinge stehen, ist das eine gefährliche Aufgabe. Es ist weniger gefährlich, als ihn hier zu behalten. Und jetzt weiß die schöne Tochter von Captain Evershane, warum ich heute Nacht schlafen muss. Gute Nacht, Kathy. Gute Nacht, Bill. Gute Nacht. Gute Nacht. Dick, sehe ich Sie noch, bevor Sie abreiten? Wenn Sie sehr früh aufstehen. Dick. Sie können eine Frau wahnsinnig machen, wenn Sie einfach so weglaufen. Zeigen Sie mir, wie sehr ich Ihnen fehlen werde. Das kann ich Ihnen gar nicht zeigen, Kathy. Doch. Versuchen Sie es. So sehr werden Sie mir fehlen. Genug, Kathy, sonst gehe ich rüber und erschieße Tuskus und reite überhaupt nicht fort. Das möchte ich. Gute Nacht, Kathy. Hey, Simpson! Ja? Carlton! Ja? Ihr geht morgen auf Patrouille, 5:30. Wie schön. Ich wusste, es wird ja Spaß machen.
Wo ist Kapusian? Spürt wahrscheinlich Leutnant Holloway nach. Ah, da kannst du recht haben. Danke, Gilchrist. Ich habe gar nichts für dich getan, Murdoch. Du hast Tuskos hergebracht. Lance wird ihn morgen nach Fort Grant bringen. Gehst du mit? Was hast du denn gedacht? Oh, ich meine, das wird eine wunderschöne Landpartie. Es wäre viel einfacher, wenn die ganze Patrouille heute nach Selbstmorde ginge. Von uns kommt sowieso keiner zurück. Und wenn Lance sich nicht selbst erschießen will, dann nehme ich ihm sehr gern die Arbeit ab. Ich hätte nichts dagegen, mir selbst das Vergnügen zu gönnen. Aber eins muss ich sagen. Wenn jemand Tuskos nach Fort Grant bringen kann, ist es Captain Lance. Ich kann ihn auch nicht ausstehen. Aber er ist doch der beste Offizier, den ich kenne. Wollte der Captain ihn nicht eigentlich erschießen? Das schon. Gewiss. Aber er will alles auf anständige Art machen. Genau nach Vorschrift. So wie er dich hätte erschießen lassen sollen, Onstott. Nur, dass man einen Deserteur aufhängt. Außer er hat Glück. Hey, Dick. Ja, Joe? Ich dachte, du wärst im Bett. Ich muss alles für morgen fertig machen. Gefällt mir nicht, dass du morgen auf Patrouille gehst. Gefällt mir überhaupt nicht. Ja, aber es muss gemacht werden. Ich sag's dir im Voraus. Die Abteilung, die Tuskos überführt, kommt wahrscheinlich nicht zurück. Ich bin ein paar Stunden rumgeritten. Die Berge stecken voll von Indianern. Ich hab's gerochen. Die holen ihn sich wieder. Ich hab meinen Befehl. Tja, ich wusste, du würdest das sagen. Ich begleite dich ein Stück. Ich muss jetzt wirklich nach Hause gehen. Sie haben mir noch nicht geantwortet. Doch, habe ich. Das ist meine Antwort. Soll das Nein heißen? Mhm. Dick ist der Auserwählte. Mhm. Seit wann ist Ihnen das klar? Ich weiß nicht. Ich weiß es. Ich glaube, ich wusste es immer. Kathi, wenn ich an Ihre Zukunft denke, wird mir bang. Warum? Er wird Ihre Kinder schlagen und Ihnen das Herz brechen. Jeden Tag. Jawohl, jeden Tag. Wie herrlich. Ja, es wird herrlich sein, Kathi. Hat er Sie schon gefragt? Nein, noch nicht. Wissen Sie, was er tun wird, wenn Sie Ja sagen? Nein, was? Das. Gute Nacht, Joe. Bis morgen früh, Dick. Ich habe Sie drüben in Ihrem Quartier gesucht. Der Oberst will Sie sprechen. Wo ist Holloway? Flirtet. Herein. Guten Abend, Captain. Frau Oberst. Entschuldigen Sie mich. Sie wollten mich sprechen? Ja, dringend sogar, Lenz. Was stellen Sie sich eigentlich vor? Herr Oberst. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen einen Offizier bestimmen, der Tuskos morgen nach Fort Grant bringt. Ich habe nicht gesagt, dass Sie das übernehmen sollen. Aber auch nicht das Gegenteil, Herr Oberst. Wirklich, Lenz, ich dachte, Sie hätten mehr Verstand. Sie wissen genau, welch kleinen Stab wir hier haben. Und außerdem sollten Sie wissen, dass Sie der einzige Offizier sind, zu dem ich Vertrauen habe. Ich bin krank, Lenz. Obwohl Jennings es nicht zugibt. Und ich bin nicht in der Lage, meinen Posten auszuüben. Sie sind der einzige Mensch, auf den ich mich verlassen kann. Ich wünsche nicht, dass Sie Tuskos nach Fort Grant bringen. Es stehen hier zu viele Menschenleben auf dem Spiel. Der Befehl ist ausgegeben, man kann ihn nicht mehr ändern. Ich kann Befehle, die ich erteilt habe, ändern. Und das tue ich hiermit. Wecken Sie den Adjutanten. Und sagen Sie ihm, dass ich wünsche, dass Leutnant Holloway den Transport übernimmt. Holloway? Er ist ein guter Mann, nicht wahr? Jawohl, aber er ist einer unserer Besten. Also übernimmt er das Kommando des Transportes. Ich habe nie einem Ihrer Befehle widersprochen. Dann widersprechen Sie bitte auch jetzt nicht. Ich wünsche, dass es so gemacht wird. Jawohl, Oberst.
Sonst noch etwas? Das ist alles, Lenz. Lenz! Ist schon gut. Im Augenblick, wo wir angriffen, da wussten wir, dass uns der Sieg sicher war. Alle haben gesagt, das wäre der größte Triumph des Südens. Herein. Guten Abend, Dick. Was, Sie schlafen noch nicht? Sie werden den Tuskos-Transport übernehmen, Bill. Tut mir leid. Ist das ein Witz? Im Dienst mache ich keine Witze. Nein, ich weiß, das tut man nicht. Scheint mein schwarzer Freitag heute zu sein. Merkwürdig. Solange ich denken kann, ist das erste Mal, dass hier ein Befehl geändert wird. Als ob man das Evangelium ändert. Wenn ich dem Captain was abnehmen kann, ist es mir recht. Was, Kathi? Jetzt bin ich derjenige, der Schlaf braucht. Gute Nacht, Kathi. Dick? Gute Nacht, Bill. Gute Nacht. Dick. Das war aber sehr unmenschlich. Unmenschlich? Warum haben Sie das gemacht? Warum? Ich verstehe nicht, wovon Sie sprechen, Kathi. Sie können mir nichts vormachen. Ich habe mein ganzes Leben in Armeelagern verbracht. Vater hat recht. Befehle können nicht geändert werden, außer jemand besteht darauf, dass sie geändert werden. Kathi, glauben Sie mir, es ist genauso vor sich gegangen. Ich hatte die Absicht, selbst zu gehen. Dann haben Sie gesehen, dass Bill mich küsste. Und da sind Sie schnurstracks zu Oberst Drum gegangen. Nie hätte ich gedacht, dass... Kathi, ich weiß nicht, um was es sich handelt, Dick, aber was es auch sein mag, ich... Schon gut. Aufsetzen! Aufsetzen! Alles Gute, Bill. Danke, Dick. Alles Gute, Joe. Alles Gute, Dick. Vorwärts! Oh! Er hat die letzten drei Nächte auf dieser Mauer gestanden. Ich frage mich, wann er schläft. Glaubst du, er kann schlafen? Kommt da! Öffne das Tor! Ich habe deinen Freund zurückgebracht, Bill Holloway, oder vielmehr seine traurigen Reste.
los, Leute, in Arrest mit ihm. Du hättest das nicht tun sollen, Dick. Sieh ihn dir ruhig an. War nicht schaden. Bill! Komm, Kat. Joe! Führen Sie ihn rüber. Jawohl. Willst du mir nicht erzählen, wie es passiert ist? Tja, ich glaube, du hast ein Recht, das zu wissen. Wir waren kaum 3 Stunden unterwegs, als sie über uns herfielen. Ich und die beiden Soldaten sind die Einzigen, die davongekommen sind, weil wir die Nachhut bildeten. Sie haben Bill lebend bekommen. Wir 3 sind dann die nächsten Tage im Kreis herumgeritten, um mit ihnen abzurechnen. Heute Nachmittag, als wir ihn gefunden haben, sind wir umgekehrt. Hat er noch gelebt? Ja, wenn man es so nennen will. Sie haben ihn als abschreckendes Beispiel zurückgelassen. Wann erwartest du die 400 Mann? In einer Woche. Ja, so habe ich es mir ausgerechnet. Tuskos hat uns nur gewarnt, weil er sicher ist, dass er vorher mit uns fertig wird. Jetzt wird er sich an uns rächen, weil wir ihn gefangen genommen haben. Ich schätze, der ganze Stamm ist jetzt hinter dem Pass und schlägt die Kriegstrommeln. Nimmst du das an oder hast du Beweise? Ich habe bei den Chiricahuas 10 Jahre gelebt. In 10 Jahren kann man viel über Indianer lernen. Was meinst du, wann er kommt? Das ist schwer zu sagen. Kann in 3 Tagen sein, kann auch früher sein. Aber eins ist sicher, er wird nicht warten, bis die Verstärkung hier ankommt. Und noch was ist sicher. Tuskos hat sich das hier angeguckt. Er weiß jetzt besser, wie viel Mann wir hier sind, als der Oberst. Lass mich wissen, was du machen willst, Dick. Danke, Joe. Captain Lance, Sie werden am Tor erwartet. Ah. Tut mir leid für Leutnant Holloway. Das war ein feiner Kerl. Wir wissen, wie nahe er Ihnen stand. Danke. Es war ein guter Offizier und ein feiner Kerl. Ich sage euch, es gibt in der Armee nicht viele wie ihn. Hilf mir mal aus den Stiefeln raus. Es war Lenz schuld, sonst wäre Holloway noch am Leben und er wäre tot. Das ist das Schlimme in der Armee. Immer müssen die Falschen dran glauben. Oh, das erste Mal nach 4 Tagen, dass meine Füße Tageslicht sehen. Tja, mir wird Leutnant Holloway fehlen. Ach, das redest du nur so hin, Murdoch. Wenn du ehrlich bist, musst du zugeben, dass du froh bist, dass Holloway tot ist. Das gibt dir mal wieder Gelegenheit, deine Beförderung einzureichen. Solange Lenz hier ist, werde ich sowieso nicht befördert. Und meinst du, das ist seine Schuld oder deine Schuld? Oder vielleicht haben Sie Angst, Sie könnten keinen anderen Feldwebel finden. Halt's Maul, du dreckiger Deserteur. Eins muss ich dem Käpt'n lassen. Er kennt den Unterschied zwischen einem Soldaten und einem Storch. Und wenn man das kann, dann ist man ein guter Offizier. Du weißt das von der Kadettenanstalt, Röttlitz. Und Lenz hat ihn rauswerfen lassen. Ist vielleicht Lenz daran schuld, wenn Röttlitz dort Dummheiten macht und sich dabei kriegen lässt? Du musst sehr an ihm hängen, wenn du ihm bis hierher folgst. Stimmt, das ist's. Liebe. Ihr seid alle so wütend, weil er euch richtig erkannt hat. Ihr seid eine Bande von verlausten Querulanten. Du hast gut reden. Was hast du gemacht, als der Captain dir die Schnapsflasche weggenommen hat? Was ich gemacht habe? Aufgehört zu trinken. Ich möchte dich mal was fragen, Gilchrist. Nimm an, du begegnest dem Captain nachts allein in einer dunklen Gasse. Was würdest du tun? Was ich tun würde? Ich werde es dir sagen. Ich würde mich an ihn ranschleichen, langsam meine Hand ausstrecken, ihn an der Gurgel packen und zu ihm sagen, Captain! Haben Sie nicht was für mich zu trinken? Ach, du bist ein aufgeblasener Frosch, nichts weiter. Was nicht im Reglement steht, ist falsch. Lasst ihn mal in die Klemme kommen, dann wird er rennen. Ja, rennen wie ein dreckiger Deserteur. Du großschmalziger Yankee-Hund. Komm runter, du Lump. Ich bin hier, um gegen Indianer zu kämpfen, nicht gegen Sergeanten. Du bist hier, weil sie dich aus dem Gefängnis hergeschickt haben. Und was ist dabei? Dann bist du desertiert, wie du hier ankamst. Du würdest immer noch laufen, wenn Lenz dich nicht geschnappt hätte. Das stimmt, würde ich. Kommst du endlich runter, Deserteur? Ich habe keine Lust, mich mit dir zu schlagen, Sergeant. Muss ich dich herunterziehen? Lass ihn in Ruhe, Murdoch.
Lass meinen Fuß los! Warum stehst du nicht auf uns da? Murdoch, du willst jemandem das Bein brechen? Ich habe gerade nichts zu tun, hier ist meins. Wenn Lenz dich gehängt hätte, würde ich ihm vieles verzeihen. Kabusjan! Hat niemand von euch diesen Kerl gesehen? Ah, der Captain hat ihn in den Arrest gesteckt. Hast du ihn nicht brüllen hören? Nein, hab ich nicht. Und dieser verrückte Halbwilde kann die Kittchenluft nicht vertragen. Macht ihn noch verrückter. In 40 Minuten alles antreten zu Leutnant Holloways Beerdigung. Wer nicht pünktlich ist, putzt einen Monat lang die Latrinen. Verstanden? Ja, natürlich. Gut, dann los. Leg an! Geh, Feuer! Allmächtiger und gütiger Gott, der du unser Leben erhältst im Tode und im Sterben. Nimm an das Opfer des unschuldigen Todes deines geliebten Sohnes. Verleihe ihm eine selige Heimfahrt zum ewigen Leben. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In Ewigkeit. Amen. Also gut. Nehmen wir an, Harmony hätte recht und Tuskus plant einen Angriff. Dann müssen wir damit rechnen, dass er angreift, bevor die Verstärkung hier ist. Ein aussichtsloser Kampf. Aber bevor er angreift, muss er hinter den Bergen seine Leute versammeln. Das bedeutet, dass er durch den Pass muss, um hierher zu kommen. Darum möchte ich mit einer Patrouille nach Fort Invincible gehen und versuchen, ihn dort aufzuhalten. Nein. Ich kann augenblicklich weder Sie noch die Leute entbehren. Herr Oberst, ich spreche von einer kleinen Patrouille. 6, 7 Mann. 6 oder 7 Mann? Tuskus wird mit Hunderten kommen. Aber durch den Pass können immer nur wenige auf einmal. Das letzte Mal sah es da oben nicht so unbezwingbar aus. Also so, wie ich es mir überlegt habe, kann man das vor mit einer kleinen Gruppe halten. Allerdings nur für kurze Zeit. Wenn ich Tuskus dort festhalten kann, bis die Verstärkung hier ist, haben wir das Schlimmste überstanden. Wie versorgen wir Sie da oben mit Wasser? Wir nehmen Kanister für 2 oder 3 Tage mit. Sollten wir länger dort bleiben, dann brauchen wir keine mehr. Wann wollen Sie abrücken? Sofort, morgen früh. Gut, Lenz. Ich glaube, es bleibt uns keine andere Wahl. Ich gebe Ihnen die besten Leute mit, die wir haben. Nein, ich möchte Sie selber aussuchen. Natürlich, nehmen Sie mit, wen Sie wollen. Der Adjutant soll den Befehl ausschreiben. Danke, Herr Oberst. Ich möchte mich wegen meines Verhaltens von neulich entschuldigen. Sie wissen, ich bin krank. Ich stelle mit Freude fest, dass Sie besser aussehen, Herr Oberst. Ich fürchte, das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Guten Abend, Lenz. Guten Abend, Herr Oberst. Mir tut Holloway sehr leid. Er wusste, dass Sie ihn geschätzt haben. So, Kinder, kommt mal her, kommt her. Ja, was gibt's denn Schönes? Lies es, dann weißt du. Folgende Soldaten treten morgen um 5.40 Uhr in voller Ausrüstung zu einem Patrouillengang unter Führung von Captain Lenz, Gruppe A, 5. Kavallerie an. Sergeant Murdoch, Korporal Gilchrist, Soldat Kabusjan, Soldat Onstedt, Soldat Rutledge, Trompeter Jackson, zweiter Offizier Oberleutnant Winters. Joe Harmony ist als Kundschafter zugeteilt. Auf Befehl von Oberst Drum. Ich habe sie verschont. Ich auch. Kommt, wir wollen weiterspielen. Da sind ein paar schöne Galgenvögel zusammen.
Er scheint die Leute, die er am meisten hasst, ausgesucht zu haben. Oder die, die ihn am meisten hassen. Ich werde daraus nicht schlau. Warum mich? Warum die anderen? Na, Jungs. Warum gackert ihr schon wieder rum wie aufgescheuchte Hühner? Hast du den Befehl nicht gesehen? Nein, du Held, ich habe ihn nicht gesehen. Aber das schwarze Brett sehe ich genauso gut wie ihr auch. Er muss gedacht haben, ich amüsiere mich hier zu gut. Er will mich wohin bringen, wo es noch trockener ist als in der Wüste. Wenn du tot bist, ist dir's egal, wie trocken es ist. So schnell kriegen sie mich nicht. Ich komme zurück. Vielleicht wie Leutnant Holloway. Mit meinem Segen. Der Araber ist immer noch im Kittchen. Glaubt ihr, er wird ihn rauslassen und dann mitnehmen? Wenn ich ihn in Arrest gesteckt hätte, würde ich ihn nicht auf meine Patrouille mitnehmen. Lass mich raus! Lass mich raus! Willst du die ganze Nacht hier herumschreien? Lass mich raus, Effendi! Damit du den Käpt'n umbringst. Ja, damit ich ihn umbringe. Ich habe nichts dagegen, aber nicht solange ich auf Boston bin. Lass mich raus! Lass mich raus! Lass mich raus! Korporal! Postnacht! Korporal, Postnacht! Was ist los? Sieh mal, was der Verrückte gemacht hat. Das ist fast kaum zu glauben. Na, ich habe sowieso Befehl, ihn rauszulassen. Er geht morgen mit auf Patrouille. Es ist vielleicht besser. Ich glaube, ihm gefällt's hier nicht. Scheint mir auch so. Los, Araber, komm, raus! Du gehst morgen früh auf Patrouille mit Captain Lenz. Er hat dich persönlich eingeladen. Captain Lenz will mich? Ja, dich. Er hat Gevatter Cabussia zum Tanz eingeladen. Ja. Er ist nur nicht... Vater tot ist. Stell nur nichts an, dass du hier wieder landest. Wir wollen ein Weilchen Ruhe haben. Es kommt immer die Zeit. Und immer die Gelegenheit. Glaubst du, er tut's? Schon möglich. Was wollen Sie? Hören Sie, Kathi, ich muss Sie sprechen. Ich habe Ihnen etwas zu sagen. Es ist ganz zwecklos, dass Sie mir noch etwas sagen, nach dem, was Sie getan haben. Und ich würde mir auch nicht anhören, was Sie vielleicht zu sagen hätten. Wahrscheinlich wollen Sie mir sagen, dass es Ihnen leid tut. Oder dass Sie es nicht mit Absicht getan haben. Oder vielleicht, dass Sie es nicht wieder tun wollen. Vielleicht wollen Sie mich um Verzeihung bitten. Oder Sie haben es getan, weil Sie mich lieben. Ein schöner Beweis Ihrer Liebe. Ich will nichts mehr von Ihnen hören. Weder über Liebe noch über Bill. Nichts mehr. Ich bin mit Ihnen fertig. Für mich sind Sie genauso tot wie Bill. Nur mit einem Unterschied. Bill werde ich nie vergessen. Für Sie ist kein Platz in meinem Herzen. Haben Sie gehört? Lassen Sie mich jetzt zufrieden. Verlassen Sie das Haus. Gehen Sie. Jenny, du bist ein Engel, dass du an mich denkst. Der Himmel wird dich dafür königlich belohnen. Mir wäre eine Belohnung hier unten lieber. Mit dieser Ration reiche ich gerade 3 bis 4 Tage, Liebling. So wie es alle ist, bin ich wieder da. Wirklich? Habe ich dich jemals belogen, Jenny?
Ja. Oh, Jenny. Wenn du sowas sagst, dann muss ich glauben, dass du mich nicht mehr liebst. Oh, ich muss gehen. Ich muss gehen. Stell's noch nicht weg. Einen Schluck nur, damit der Rest weiß, wo es lang geht. Nun sei hübsch brav, bis ich wiederkomme, sonst reiß ich dir deinen hübschen kleinen Kopf ab. Nun gib mir einen Kuss. Für Whisky und Liebe, da lass ich mein Leben. Auf Wiedersehen, mein Schatz. Na, na, du wirst doch nicht weinen. So hübsche blaue Augen und Tränen. Unkraut vergeht nicht. Komm, gib mir einen Kuss. Ah, das schmeckt. Und vergiss nicht, Liebling, ich werde an dich denken. Nur an dich. Jede Minute, die ich fort bin. Ja, jede Minute. Achtung! Ich komme wieder, Kathi. Ja, Jerry, bestimmt. Fertig zum Aufsitzen. Aufsitzen! Vorwärts! Oh! Was ist mit der Zisterne? Trocken. Knochentrocken. Und die Quelle, die dort unten entspringt? Versiegt. Wirst du es den Leuten sagen? Sie kommen früh genug darauf. Wie du meinst. Ich werde mir mal den Pass von der anderen Seite ansehen. Mir ist da was nicht ganz geheuer. Wann er angreift? Ja, das ist mir eben nicht klar. Vielleicht morgen irgendwann. Vielleicht heute Nacht. Vielleicht übermorgen bei Sonnenaufgang. Aber es ist doch möglich, dass er in einer Stunde auftaucht. Wenn man glaubt, dass man sich genau ausgerechnet hat, wann der Kerl kommt, muss man gerade mit dem Gegenteil rechnen. Tja, bis nachher, Dick. Fertig zum Absitzen. Abgesessen. Anschließen, anschließen. Gilt.
geht es. Sie und Kabusian schließen das Tor. Ladet die Munition ab und verstaut sie. Sergeant Murdock, Sie stellen für alle Leute anständige Quartiere bereit. Und lassen die Wasserkanister in das Quartier bringen, das Sie für mich aussuchen werden. Kommandieren Sie auch jemanden ab, um die Pferde unterzubringen. Jackson, es wird zu jedem Appell geblasen. Leutnant Winters, wir wollen uns mal das Fort ansehen. Das ist alles. Also los. Ein Augenblick, Onstott. Du scheinst am besten mit Pferden umgehen zu können. Du kümmerst dich um sie. Ey, wo gehst du mit den Kanistern hin? Du hast es gehört. Ja, aber lass meinen hier. Ich habe noch nie gesehen, dass du dich wegen Wasser umbringst. Ob du es gesehen hast oder nicht, gib meine her. Geh, Christ! Auch keine Hilfe. Ich werde mit ihm schon alleine fertig. Sie bekommen dieselbe Wasserration wie alle anderen, verstanden, gell, Christ? Jawohl. So, laden Sie weiter das Gepäck ab. Machen Sie weiter, Sergeant. Jawohl. Ja, man kann es auch so machen. Er hat getrunken. Ich meine Gilchrist. Wasser? In dieser Gegend. Wenn Sie Wasser brauchen, können Sie es in meinem Quartier holen. Ich will nur dieselbe Zuteilung wie die Leute, nicht mehr. Da wir gerade vom Quartier sprechen. Sie haben das Recht, in meinem zu wohnen. Ich werde schon machen, danke. Wie Sie wollen. Wir wollen mal die Welle besichtigen. Captain, die Arbeit macht mächtig durstig. Wie alle Arbeit. Also im Großen und Ganzen sind die Wälle in gutem Zustand. Gewehrfeuer werden sie schon standhalten. Jawohl. Schließlich können nur ein paar auf einmal durch diesen Pass kommen. Das gibt uns die Möglichkeit, Herr der Lage zu bleiben. Letztes Mal gelang es nicht und da war das halbe Regiment hier oben. Vielleicht haben wir diesmal noch eine kleine Überraschung. Captain Lenz? Ja, Sergeant? Ich habe die Leute in den alten Wagen untergebracht. Die Quartiere sind im guten Zustand. Leutnant Winters ist in der Intendanz. Gut gemacht, Sergeant. Und für Sie, habe ich gedacht, ist der beste Platz auf der Wache. Sehr gut, Sergeant. Gehen Sie vor, ich komme nach. Ruhen Sie sich lieber etwas aus. Ich gehe mit ein paar Leuten heute Nacht zum Pass. Sie übernehmen hier das Kommando. Kommando worüber? Über die Pferde. Hey, Captain. Ja, ich weiß, die Arbeit macht durstig, macht mächtig durstig. Sehen Sie sich vor. Da drin ist noch mehr davon. Was ist das überhaupt, Captain? Ich will nicht, dass jemand hier reinkommt, wenn ich nicht da bin. Verstanden? Jawohl. Ich möchte etwas mit dem Captain besprechen, falls er Zeit hat. Was denn, Sergeant? Wir haben eine Vakanz, nachdem Leutnant Holloway gefallen ist. Und? Captain, ich bin der rangälteste Unteroffizier im Regiment und ich dachte... Sie haben dreimal Ihre Beförderung eingereicht. Ich habe jedes Mal beantragt, dass sie abgelehnt wird. Ich dachte mir, dass es so ist. Aber wie die Dinge nun mal liegen, kann Ihnen sehr leicht etwas passieren, Captain. Es werden nicht viele hier rauskommen. Vielleicht nur einer oder zwei. Vielleicht nur einer. Das ist leicht möglich. Es wäre interessant zu wissen, wer es ist. Nicht, Sergeant? Sergeant! Ich will ein Arbeitskommando. Eine halbe Stunde nach dem Abendessen. Jungchen,
Ich habe zwei Sachen im Leben gelernt. Die eine ist, wenn man Nägel beißt, werden sie nie wachsen. Und die zweite, wenn man sein Leben lang Whisky getrunken hat, so kann man nicht mir nichts, hier nichts aufhören. Das ist ungesund. Dein ganzes Leben lang? Nein, nein, nicht ganz. Aber seit ich 3 Jahre alt war. Vielleicht gewöhnst du dich wieder an Wasser. Wasser? Das ist für Fische. Gib mir eine andere Hacke, die ist stumpf. Ja, Corporal. Die Löcher fürs Dynamit sind gebohrt. 2 hier im Pass und 1 in der Mitte zwischen Pass und Vor. Glauben Sie, dass Sie mit dem Zeug richtig umgehen können? Ja, Captain. Wissen Sie noch, wie Sie es uns auf der Akademie erklärt haben? Ja. Sie haben ein gutes Gedächtnis, Rutledge. Gut, nehmen Sie es. Schrauben Sie ihn doch etwas höher, Anstatt. Jawohl. Oh, Captain. Wenn ich so frei sein darf, hätten Sie vielleicht eine Zigarre für mich? Danke, Captain, danke. Wann kommt Joe Harmony zurück? Wenn er fertig ist. Das dachte ich mir. Diese Dinger machen einen durstig, nicht wahr? So, na, dann rauchen Sie sie nicht. Schon so weit gekommen, dass man überhaupt nichts mehr darf. Hey, Gilchrist. Jawohl. Wenn wir anderen heute Nacht zum Fort zurückgehen, bleiben Sie hier, Korporal Gilchrist, und übernehmen die erste Wache. Sollten sich die Indianer hervorwagen, haben Sie nichts weiter zu tun, als das Dynamit losgehen zu lassen. Jawohl. Schon 20 Jahre Soldat, sowas habe ich noch nicht erlebt. Captain Lenz? Was gibt's? Leutnant Winters? Ich bin raufgekommen, um Sie abzulösen. Gehen Sie sofort ins Fort zurück oder ich stecke Sie in den Arrest. Na, ich habe genug davon, dass Sie mich wie ein Schuhputzer behandeln. Ich löse Sie jetzt ab. Seien Sie kein Narr, Sie haben nicht mal Kraft genug, gerade zu stehen. Wenn ich so krank bin, warum bin ich dann hier? Sie sind betrunken. Und wenn ich's bin? Wo haben Sie's her? Da ist ein ganzer Fluss, der fließt direkt mitten durchs Fort. Na, der wird nicht lange fließen. Sergeant Murdoch. Captain. Lassen Sie antreten. Jawohl. Nehmt eure Ausrüstung. Rutledge. Rutledge. Jawohl. Beeilen Sie sich. Ich komme sofort. In Reihe und Glied. So, ein bisschen schnell. Schließt euch an. Wenn wir zurückkommen, betrachten Sie sich unter Arrest und bleiben in Ihrem Quartier. Vorsicht! Kommen Sie runter. Tausendmal Verzeihung, Effendi. Es war der Felsen. Hätte sie töten können. Der Himmel muss es gewollt haben. Sehen Sie doch selbst. Kein Mensch kann diesen Felsen bewegen. Räum ihn aus dem Weg. Alleine, Fendi. Räum ihn aus dem Weg. Räum ihn aus dem Weg oder ich lass dich erschießen. Treten Sie ins Glied zurück. Los, ausrichten. Du hast das mit Absicht gemacht. Der Himmel hat es gewollt. Abteilung, Achtung! Rechts, up! Vorwärts, marsch! Jerry. Danke.
Ah, zum Teufel. Herr Effendi, ich bin ein großer Mann. Dafür kann ich nichts. Das ist nicht mal genug, um die Zähne anzufeuchten. Bist du schon so alt, dass du Zähne hast? Ja, ich bin so alt. Dann bist du auch alt genug, um zum Pass zu gehen und Gilchrist abzulösen. Sofort? Sofort. Er ist 2 Stunden oben. Er wird dir sagen, was du zu tun hast. Du scheinst keinen Durst zu haben. Deserteure brauchen sowieso kein Wasser. Gib mir was von dem Gesöff. Ja. Wasser ist eigentlich nur für Soldaten bestimmt. Was ist mit den Reserveflaschen? Der Captain hebt sie für morgen auf. Glaubst du, dass wir morgen noch da sind? Findest du es nicht komisch, dass keine Nachricht von Jaharmony da ist? Ich finde gar nichts komisch. Du hast eben keine Fantasie. Vielleicht hast du für uns beide genug. Das ist möglich. Jedenfalls habe ich genug, um nervös zu sein. Was macht der Leutnant? Ich weiß nicht.
geschickt, damit ich sterbe. Darum hat er mir das Gewehr gegeben. Rühren Sie sich nicht. Was ist los, Captain? Hier sind zwei Schüsse reingefeuert worden. Ich war es nicht, Effendi. Ich habe kein Gewehr. Haben die anderen Leute eins? Soweit ich weiß, ja. Gut, untersuchen Sie es. Jawohl. Ich bleibe hier, um Sie zu beschützen, Effendi. Ich pass auf, dass Ihnen nichts zustößt. Das ist äußerst aufmerksam von Ihnen. Ist oben auf dem Pass alles in Ordnung? Jawohl, Jackson hat Waffe. Sagen Sie ihm lieber, was passiert ist, sonst wird er nicht wissen, warum hier geschossen wurde. Und überprüfen Sie, ob er die Wahrheit sagt. Jawohl. Los, raus, komm mit, Kabusian. Der Trompeter hat die Schüsse abgegeben, Captain. Wahrscheinlich hat er Angst bekommen, wie er Joe dort gesehen hat. Und ich kann Röttlisch nicht finden. Darüber zerbrechen wir uns nachher den Kopf. Steh auf, los, steh auf! Steh auf! Dick, verstehst du mich? Ja, Joe, sprich. Hättest ihn damals erschießen lassen sollen, als es noch möglich war. Jetzt ist es zu spät. Er kommt. Ja, Dick. Ich weiß so. Ich will dir erst helfen, dich. Hör zu. Ja, erinnerst du dich noch? Über etwas war ich mir nicht ganz klar. Jetzt ist es mir klar geworden. Tuskos weiß alles. Er hat keine Eile, Dick. Ihm ist es ganz gleich, ob die Verstärkung kommt oder nicht. Warum, Joe? Denn er weiß, dass die Verstärkung nur aus 31 Mann besteht. Nur 31 Mann. Dick. Gut, Kapuzian. So wie die Dinge stehen, müssen wir damit rechnen, dass einige von uns morgen um diese Zeit tot sind. Ich habe es mir immer zur Pflicht gemacht, meinen Leuten zu erklären, warum sie ihr Leben riskieren. Außerdem bestehen vielleicht einige Missverständnisse, warum ich gerade euch für diese Patrouille ausgewählt habe. Ich bin bei meiner Wahl von der Erwägung ausgegangen, wie schütze ich Fort Winston am besten. Das Fort ist ungenügend bemannt. Ich habe daher die Leute ausgesucht, die dort am leichtesten zu entbehren sind. Wenn es euch interessiert, sage ich euch meine persönliche Ansicht darüber. Wenn nicht, kann die Abteilung wegtreten. Also gut. Sergeant Murdoch, was Sie betrifft. Sie haben Ihren Posten immer dazu ausgenutzt, Leute zu quälen und zu brutalisieren. Darum sind Sie auch nicht zum Offizier befördert worden. Das Resultat? Sie sind unzufrieden. Für Fort Winston ist Ihre Abwesenheit kein Verlust. Jawohl, Captain. Soldat Ronstadt. Ein Mann, der einmal desertiert ist, wird es immer wieder versuchen, sobald er nur die kleinste Gelegenheit dazu sieht. Hier haben Sie keine Gelegenheit.
Die Wüste ist ein weit gefährlicherer Feind als irgendein Apache, dem Sie vielleicht gegenüberstehen werden. Soldat Rötlitz, Sie haben sich zu meinem Regiment hier abkommandieren lassen aus einem einzigen Motiv heraus. Nur aus Rache. Mit Ihrer Intelligenz und Ihrer Ausbildung hätten Sie schon 100 Mal befördert werden müssen. Aber Sie sind niemals irgendwie hervorgetreten. Weder im Guten noch im Schlechten. In Winston braucht man Leute, die einen gewissen Charakter zeigen. Jawohl. Soldat Kabusian, der Grund, warum Sie hier sind, steht nicht in Ihren Papieren oder Ihrem Soldbuch. Man kann nicht Gefühle, die ein Mensch in sich trägt, aufzeichnen. Hier können Ihre bösen Gedanken weniger Unheil anrichten. Ich glaube, alle weiteren Erklärungen sind überflüssig. Jawohl. Trompeter Jackson. Sie haben seit langem jedem gegenüber den Wunsch geäußert, Ihre Trompete gegen ein Gewehr einzutauschen. Gestern habe ich Ihnen eins gegeben. Trotzdem wissen wir beide, Sie und ich, dass Sie ein Feigling sind und dass Sie gar nicht solch einen Wunsch haben. Nein, Captain. Korporal Gilchrist, Sie sind bekannt durch Trunkenheit, Streitsucht, Beschädigung von Armeeeigentum. So einen Fall gibt es nicht seinesgleichen in der Kavallerie der Vereinigten Staaten. Irgendwie ist es Ihnen geglückt, Ihre Tressen zu behalten. Aber im Falle eines Angriffs auf Winston würden die Alkoholvorräte des Forts Sie unweigerlich vor ein Exekutionskommando bringen. Sie haben mich bei Ihren Darlegungen ausgelassen. In Anbetracht Ihres Ranges möchte ich mich hier nicht äußern. Ich wünsche zu wissen, warum ich zu der Patrouille gehöre. Also gut. Sie sind hier, weil Sie ein schwerkranker Mann sind, Leutnant. Ich brauchte einen Offizier. Es war nichts verloren, einen Offizier auszuwählen. Sie verstehen, was ich meine. Irgendwelche Fragen? Jawohl. Was ist? Wir sind Ihnen alle dankbar, dass Sie uns unsere kleinen Fehler und Schwächen aufgezählt haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Captain auch nicht ohne Grund hier ist. Glauben Sie? Ja, Captain, das glaube ich. Wir glauben es alle. Und nur der Gerechtigkeit wegen möchte ich das Vergnügen haben, dem Captain zu erzählen, was meiner Ansicht nach der Grund ist. Sprechen Sie. Sie sollten zuerst Tuskos nach Fort Grant bringen. Aber Sie ließen den Befehl ändern. Und Leutnant Holloway übernahm das Kommando und musste an Ihrer Stelle ins Gras beißen. Sie fühlten sich aber schuldbewusst und dachten sich daher diese Todespatrouille aus und nahmen nur die Leute mit, die Sie am meisten hassen. Das ist alles, Captain. So ist es. Also so ist es. Jawohl, Captain. Abteilung! Achtung! Wegtreten! Rutledge. Ja, Captain. Sie waren gestern Abend eine Zeit lang verschwunden. Wo waren Sie? Ich bin in die Ställe gegangen, um nach den Pferden zu sehen. Sie lügen, nicht wahr? Das ist das Vorrecht eines Soldaten, Captain. Was von uns dort gehört? Nein, Captain. Hat sich seit einer Viertelstunde nicht sehen lassen. Gehen Sie lieber nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Jawohl.
Glauben Sie, dass Sie jetzt mit dem Gewehr umgehen können, ohne Schaden anzurichten? Ich denke doch. Hier. Danke, Captain. Captain. Bekomme ich nichts? Nein. Wollen Sie wissen, warum? Nein. Die Indianer sind auf der anderen Seite des Walles, Korporal. Warum hast du nicht geschossen, Idiot? Ich habe mich eines Besseren besonnen. Ohne ihn sind wir alle verloren. Er ist der Einzige, der die Abteilung zusammenhält. Wo bist du, Anstott? Ich bin's, Murdoch. Ich bin 5 Jahre in der Armee. Und wegen eines dreckigen Deserteurs muss ich mich fangen lassen. Mörder kommt zurück. Augenblick, Captain, das ist Murdoch. Kein Soldat würde sein Gewehr so tragen. Jetzt werden Sie kommen. Aufpassen! Ihre Verwundeten wegtragen. Winters, kennen Sie den Weg zum Arahava-Fluss? Ich kenne ihn. Ja. Ja, ich kenne ihn. Warum? Wenn meine Berechnung stimmt, müsste die Verstärkung irgendwann morgen früh dort anlangen. Ich möchte, dass Sie hinreiten und Captain Conran sagen, dass er so schnell wie möglich herkommt. Wollen Sie das wirklich? Ich hab's doch gerade gesagt. Vielleicht sind Sie tot, wenn ich wiederkomme. Das Risiko muss ich eingehen. Woher wissen Sie, dass ich zu Conran reite und nicht zurück nach Winston? Damit wäre ich aus allem raus. Tja, ich weiß. Aber ich weiß auch, dass Sie doch ein Soldat sind, was für Fehler Sie auch haben mögen. Nehmen Sie mein Pferd, wenn Sie wollen. Nein, danke, meins ist sehr gut. Alles Gute, Dick. Alles Gute, Jerry. Mit wie vielen Leuten soll Conran kommen? Mit 400 Mann. Eine runde, nette Zahl, ne?
bin bereit, Captain. Kabusian, Tor öffnen. Alles in Ordnung, Jackson? Ja, danke. Alles in Ordnung. Ich will versuchen, durchzukommen. Kabusian. Woran denkst du, wenn du durstig bist? Wasser. Wasser? Manchmal Melonen. Du bist für mich ein großer Trost. Gilchrist! Jawohl. Manchmal Blut. Haben Sie eine Zigarre, Korporal? Bitte? Ich fragte, haben Sie eine Zigarre? In meiner Satteltasche. Holen Sie sie. Nehmen Sie die Fahne von der Lanze ab und machen Sie das dran. Sie ergeben sich, Captain? Nein, Korporal. Wir werden nur eine kleine Unterhaltung mit Truscott haben. So. Und was hat die Zigarre dabei zu tun? Gehen Sie sie nur holen, dann werden Sie schon sehen. Und schnallen Sie Ihre Pistole ab. Jawohl. Die Ladung ist unter dem Felsen. Sie haben nichts weiter zu tun, als die Zündschnur mit Ihrer Zigarre zum Glimmen zu bringen, wenn ich das Zeichen gebe. Jawohl, Captain. Wenn etwas nicht klappt, rufen Sie mich einmal bei meinem Namen an, dann laufen Sie sofort ins Fort zurück. Jawohl, Captain. Zeit ist kurz, weißer Mann. Warum kommst du unter weißer Flagge? Ich will dir Gelegenheit geben, die Waffen zu strecken. Du hast sehr großen Mut, Soldat. Kommandierst du starke Armee, dass du solche Worte sprichst? Oder glaubst du, es gibt keine Armee außer deiner Armee, keine Krieger außer deinen Kriegern? Noch einen halben Tag, dann nehme ich deine Leute mit einer Flasche Wasser gefangen. Deine Krieger haben großen Durst, weißer Mann. Meine Bedingungen sind einfach. Deine Leute legen die Waffen nieder und kommen zu Fuß durch den Pass. Kundschafter, den ich zurückgeschickt, hat gesprochen, bevor er starb? Er sprach. Und du stellst Tuscos Bedingungen? Du hörtest sie. Hilfe, die du erwartest, nicht gut. 31 Mann. Meine Häuptlinge haben mir 400 Mann versprochen. Es ist nicht Ihre Art, viel zu versprechen und wenig zu halten. Ich weiß, was ich sage, ist wahr. Du lügst. Ich will nicht weiter hören. Warte! Ich spreche nicht leichtfertig von Ergebung.
Ich habe starke Medizin mitgebracht. Eine Medizin, die die Berge erschüttern und sie dem Erdboden gleich machen wird. Ich kann diesen Pass zerschlagen und alle deine Krieger mit ihm. Pass auf. Du wirst sehen. Los, Korporal! Captain Lenz! Schon gut, Korporal. Laufen Sie jetzt vor. Die Medizin wird vom Vorher gebracht. Du wirst bald sehen. Du lügst, weißer Mann. Deine Medizin versagt. Du, der alles weiß, weißt gar nichts. Tuskus wird alt und kindisch. Keine Zeit mehr zum Unterhalten, Soldat. Geh ins Fort zurück, Soldat. Ohne Wasser wirst du und deine Krieger bald zu Staub unter den Hufen unserer Pferde. Medici! Was ist passiert? Ich weiß nicht, Captain. Die Zündschnur war fort und die Sprengkapsel auch. Jemand hat sie entfernt. Das glaube ich auch. Jemand muss die Sprengkapsel aus der Probeladung entfernt haben. Komisch. Ich könnte schwören, ich habe sie reingetan. Dasselbe ist mit der Ladung oben auf dem Pass zu befürchten. Vielleicht ist die Sprengkapsel dort auch fort. Warum laufen Sie nicht mal schnell rauf und sehen nach, Captain? Warum haben Sie das getan, Rutledge? Wir sitzen hier oben alle fest. Wohin wollten Sie gehen? Mit Ihnen, Captain. Und merken Sie sich eins. Ich begehe nicht Selbstmord, ich töte Sie. Nein, Rutledge, Sie begehen Selbstmord. Denn bei der ersten Gelegenheit gehe ich zurück auf den Pass, setze eine neue Sprengkapsel ein und bringe sie zur Entladung. Ganz gleichgültig, was Sie denken. Aber ich habe diese Patrouille nicht hergebracht, um Sie umbringen zu lassen. Ich werde so viele wie möglich lebend zurückbringen. Und besonders Sie, Rutledge. Ich nehme Sie zurück nach Winston und stelle Sie vors Kriegsgericht. Ich lasse Sie wie den gemeinsten Pferdedieb, am stärksten Strick, den man finden kann, aufhängen. Thank you.
Lass das! Lass das! Verbandszeug aus meinem Quartier. Ja, Captain. Haben Sie das gesucht, Captain? Das habe ich bei Röckletsch gefunden. Genau das, das wollte ich. Wenn ich jetzt die Sprengkapsel wieder einsetzen kann, können wir vielleicht unsere Mission erfolgreich beenden. Nach dem Geschrei draußen zu urteilen, sind unsere roten Brüder zu beschäftigt, um im Augenblick auf uns aufzupassen. Einer muss zu meiner Deckung mitgehen. Ich gehe, Captain. Ich bin bereit, Effendi. Nein, Sie müssen sich schonen, Kapusian. Ich lasse keinen anderen gehen. Also gut. Kommen Sie. Bevor sie mich töten, habe ich nur einen Wunsch, 5 Minuten mit dir allein zu sein. Ich auch. Du kannst dich auf was gefasst machen, du Lump. Warum schlagt ihr euch kurz bevor ihr sterbt? Weil er ein ganz gemeiner Hundesohn ist. Dein Hass ist groß, Soldat. Macht mich los, dann werde ich euch zeigen, wie ein dreckiger Kerl sterben muss. Bedici, Bedici! Jetzt werde ich dir dein dreckiges Maul stopfen. Lauf nur nicht weg, du Deserteur. Noisy, noisy! Thank you.
Hat sich was gerührt? Nein, nichts. Alles ruhig, Captain. Tja, Korporal. Wir sind nicht mehr viele hier. Ja, das war vorauszusehen. Nächstes Mal, wenn Sie kommen, werden Sie den Rest erledigen. Sieht beinahe so aus. Sie wollten mich erschießen, nicht wahr? Captain. Sie hatten neulich Abend Ihr Gewehr auf mich gerichtet. Ah, ich glaube, ich habe nicht mehr viel zu verlieren, wenn ich zugebe, dass mir die Idee vielleicht durch den Kopf gegangen ist. Warum haben Sie nicht geschossen? Dafür habe ich keine rechte Antwort, Captain. Außer, dass ich mir gedacht habe, dass Sie vielleicht nicht damit einverstanden wären, nicht auf dem Felde der Ehre zu fallen, was Ihnen sozusagen alles bedeutet. Nein. Sie sind Soldat, Gilchrist. Aktiver Soldat. Sie sind vielleicht der missratenste Soldat der ganzen Armee, aber Sie bleiben Soldat. Darum haben Sie nicht geschossen. Ich wusste es. Und darum habe ich Sie nicht sofort an die Wand stellen lassen, trotzdem ich genau wusste, was Sie vorhatten. Sie hätten mich damals schon für die Kanister erschießen lassen können. Oh. Ich hatte beide Male sowieso nicht genug Leute für ein Exekutionskommando. Ich wusste es, Captain. Trotzdem möchte ich wissen, ob Sie was für mich tun würden. Sie brauchen es nur zu sagen. Gehen Sie runter in mein Quartier. Da finden Sie meinen Tabak und Zigarettenpapier. Ich weiß nicht genau, wo ich es gelassen habe. Könnte sein unter einem von den Kanistern. Sie wissen schon. Ich muss was rauchen, Korporal. Wahrscheinlich brauchen Sie ein paar Minuten, um das Zeug zu finden. Aber bleiben Sie nicht zu lange. Jawohl, Captain. Schade, dass du nicht mehr erfahren hast, wie ich dazu kam, Holloway auf den Transport zu schicken, Joe. Das Whisky nicht liebe, dem mich zu dir trieb. Ach, Baby, mein Baby, ich hab dich so lieb. Ein Blick in die Augen. Oh, Captain, Sie müssen mich entschuldigen. Ich konnte den Tabak nicht finden. Habe ich auch nicht erwartet. Ich habe aber gesucht, bestimmt. Captain! Captain, Sie kommen wieder! Was machen die da, Captain? Es ist ziemlich gleichgültig, was sie machen. Wir haben für uns alle nur noch 40 Schuss Munition übrig. Kommt her, ihr angemalten Affen! Kommt her, ihr rotbäuchigen Teufel! Ich warte auf euch! Sie werden schon kommen, Korporal. Dann nicht schaden Sie, ein bisschen anzufeuern, Captain. Korporal, kommen Sie runter! Kommen Sie auf, Captain! Ist großartig hier oben, mal was anderes! Von hier aus kann man sehen, wohin wir rollen, wenn die roten Teufel über uns herfallen! Ist Whisky nicht liebe,
die mich zu dir trieb. Ach, Baby, mein Baby, ich hab dich so lieb. Ist Whisky nicht Liebe, die mich zu dir trieb. Ach, Baby, mein Baby, ich... Captain, hören Sie es auch? Die Verstärkung kommt. Sergeant Thompson, übernehmen Sie das Kommando. Wir sind soweit abzuziehen, Lenz. Können Sie reiten? Ja, mir geht's gut. Ich will mir nur mal Ihre neue Kanone ansehen. Die ist großartig, was? Hat Gatling erfunden. 350 Schuss in der Minute. Man sprach schon davon, bevor ich von der Kadettenschule abging. Sie leistet die Arbeit von einem Regiment. Darum haben Sie mir nur 31 Mann mitgegeben. Diese Kanone wird die ganze Kriegsführung umwälzen. Tja, das glaube ich. Können Sie wirklich reiten? Rufen Sie die Ordonnanz. Parker! Ist Whisky und nicht Liebe. Sie haben mich gerufen. Wir ziehen ab. Wo ist mein Captain? Oh, Captain, wir haben alles gepackt, was Sie haben. Fein säuberlich, außer den Kanistern. Die sind leer. Ja, Captain, die waren vorher voll. Nicht? Ja. Aufsetzen! Vorwärts! Jawohl. Whisky und nicht Liebe, die mich heute zu dir trieb. Übernehmen Sie die Abteilung. Jawohl, Captain. Abteilung,
Vorwärts! Marsch! Guten Tag, Doktor. Ich habe nicht erwartet, dass Sie wiederkommen. Aber ich, sei es wie es wolle, unter diesen Umständen verordne ich einen Schnaps. Nein, danke, ich habe keine Zeit. Warum so eilig? Ich muss meine Meldung machen. Bei wem? Oberst Dran. Er ist nicht hier. Ich habe ihn gestern zurücktransportiert. Oder besser gesagt, es ihm befohlen. Ich sagte ihm, dass ich die Verantwortung nicht übernehme. Er hat zwei Schlaganfälle gehabt. Und wenn man einen dritten bekommt, ist es ein Gehirnschlag. Das ist dann der letzte. Sie können Ihre Meldung vom Spiegel machen. Heißt das, ich bin stellvertretender Kommandeur? Bis ein anderer Oberst oder Dickbäuche hier Major hergeschickt wird. Aber wenn Sie durchaus Ihre Meldung anbringen wollen, schlage ich Fräulein Kathi vor. Kathi? Sie weiß, dass sie Unrecht hatte. Es tut ihr leid. Und sie liebt Sie, Richard. Glauben Sie mir, wirklich. Keine Überstürzung. Das waren 5 schwere Tage. Ärztliche Anordnung. Es heißt, diese Welt sei so groß wie eine Tonne. Und diese sei voll gutem Whisky und Rum. Ein Mädchen im Arm und ein Schnaps und die Sonne. Das haut selbst den stärksten Soldaten um. Wenn ich mal ein Mensch bin und nicht nur Soldate, dann gehe ich zum Captain und sage ihm ganz frei, aha, für mich, alten Kerl, ist die Liebe zu schade. Oh, Captain, nur am Schnaps bleibe ich treu. Wenn du nicht gleich verschwindest, komm ich raus und erschieß dich. Du kennst ihn doch. Ein Mädchen im Arm und kein Schnaps in der Flasche, das haut selbst den stärksten Soldaten um.